Hast du Karte, Hotelkarte? Ja. Mundiert. Vierte. Wie ist das Tokyo Hotel? Zimmer Nummer 603, gell? Ja. 703. 703? Ja. Wir haben 903. Nee, die ganze. Ja. Dieses Jahr wird gut, glaube ich. Ice cream, you scream. Das heißt, ich Eis, du Eis. Ice cream, you scream. Ich werde mir jetzt gleich einen Hotdog kaufen in einem kleinen Stand. Mal gucken, wie die schmecken. Ist da hier? Gott, ist der Evil Knievel unter den Managern. Er läuft rückwärts bei Rot in New York über die Straßen. Mit der Kamera in der Hand. Ich hab gerade gehört, das ist die Wall Street. Ich mache hier parallel mit der Kamera Actions. CJ macht mit der anderen Kamera Actions. Hier ist auf jeden Fall richtig was los. Ich hab gehört, wir stehen hier in New York vor der Wall Street. Die bekannteste Straße hier in New York. Aber auch weltweit. Ja, echt geil hier zu sein in New York. Ich bin auch gerade mal im Ground Zero vorbeigelaufen. So. Muss schon eine Menge Action hier gewesen sein. Aber New York ist auf jeden Fall eine Stadt, wo man gerne wieder hinfliegt. Auch wenn ich so eine scheiß Flugangst habe, würde ich auf jeden Fall immer wieder herkommen. Ja, wie gesagt, die Wall Street. Ich mache jetzt mal ein Foto vom Jan. Jan, stell dich mal kurz dahin. Mächtig. So? Also Jan vor der Wall Street. Das ist eigentlich ein, das ist ein Bild. Der Broker. Der Broker. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Du hast ein bisschen verbissen geguckt. Kannst du nochmal gucken? Du musst mehr aussehen wie einer, der gerade richtig dick Geld bei Aktien gemacht hat. Ja. Genau, so. Siehst du, so macht man das. So. Man muss als Fotograf das Model nur anfixen mit Ideen. Ja. Ideen geben. Das ist die Wall Street, goddammit! Wir sind hier bei der Fähre, die nach State Island fährt. Die ist sogar umsonst. Das ist krass. In Frankfurt kostet sogar die Fähre über Main 5 Euro. Wir fahren jetzt dahin und dann können wir auch von Weitem irgendwie, oder wir fahren relativ nah an der Freiheitsstatue vorbei, was natürlich sehr interessant ist. Und wenn man hier in New York ist, sollte man das auf jeden Fall gemacht haben. Das machen wir jetzt. Die ganzen Leute haben wir eingeladen, die kommen mit. Alles Freunde von uns und Fans. Wir haben sogar New York-Fans. Ja. Die wissen zwar nicht, was wir sagen, aber ich finde es schön, dass wir mal reden. Es kommen da ganz viele Leute raus, wenn die draußen sind, steigen wir ein. Vielleicht kann man das sehen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. So, jetzt steigen wir gleich ein. Mal sehen, was dann so abgeht auf der Fähre. Ich hoffe, wir sinken nicht. Ja.